Und es geht, es geht, es geht. Mir geht es heute körperlich besser als vor 10, 20, 25 Jahren. Wirklich, echt. Das ist so. Ja, man muss ein paar Dinge ändern. Man macht ja meistens Fehler. Die kann man ja mal identifizieren. Bei mir war es das Thema Mobilität. Zweites Thema, Mut und Anspruch. Es geht um zwei Personen, um Garry Kasparov und um Richard Branson. Wer ist Garry Kasparov? Schachweltmeister, sehr gut, 15 Jahre Schachweltmeister von 1985 bis 2000, gilt bis heute als einer der allerbesten Schachspieler aller Zeiten. Und der hat einen unwahrscheinlich hohen Anspruch an seine eigene Leistung immer gehabt. Und der wurde mal gefragt, sagen Sie mal, Herr Kasparov, wie gehen Sie eigentlich mit den Partien um, die Sie gespielt haben? Und dann sagt er, die spiele ich alle nach. Und dann sagt der Interviewer, also auch die, die Sie gewonnen haben, sagt er, ja, warum das denn? Und dann sagt der Kasparov, erstens, in Erfolgszeiten machen wir die meisten Fehler. Und zweitens, was passiert denn, wenn ich die Partie gewinne, dann verliert sie jemand anderes. Und die Person, mein Gegner, der die Partie verliert, der wird dann sich hinsetzen und analysieren und versuchen herauszufinden, was er, also Kasparov, in einer früheren Phase der Partie falsch gemacht hat. Und Kasparov sagt, er kennt nicht eine einzige Partie, die er gespielt hat, die noch so brillant war, in der er nicht mindestens einen Fehler hatte. Also wäre es wichtig, diesen Fehler zuerst zu finden, dass, wenn der Gegner es identifiziert, er schon wieder einen Schritt voraus ist. Erster Punkt. Zweite Story zu Kasparov. Herr Kasparov, Sie sind ja unwahrscheinlich ehrgeizig. Wollten Sie eigentlich immer gewinnen? Und dann sagt der Kasparov, ja, ja, ich wollte immer gewinnen, aber nicht nur das. Ja, was denn noch? Wollten Sie auch immer der Beste sein? Ja, ja, ich wollte immer gewinnen und auch immer der Beste sein, aber nicht nur das. Und dann sagt der Interviewer, ja, ja, was denn noch, außer immer gewinnen und der Beste sein? Was gibt's denn noch? Und dann sagte der Kasparov, ich wollte immer mit großem Abstand der Beste sein. Und das finde ich geil. Das ist so geil. Das ist so Mind-Opening und Space, also Blowing so richtig. Was Mind-Blowing, Space-Opening, so wollte ich sagen. Was wir eine Möglichkeit haben, uns an Zielen zu setzen und Visionen zu haben und zu trauen, uns wirklich was vorzunehmen. Ja? Und wenn du nur die beste Version deiner selbst bist, das ist ja sehr oft bemüht momentan, dieser Satz. Aber so ist es doch. Ja? Traut, lasst uns was. Einer muss es doch machen, oder? So. Und damit sind wir beim Thema Mut. Und da bin ich beim Richard Branson. Richard Branson, Gründer der Virgin-Gruppe, Virgin Galactic, Virgin Records. Er hatte die Stones früher schon unter Vertrag. Mike Oldfield, die Älteren werden die noch kennen, die beiden Musiker und Bands. Und Virgin Galactic hat er und. Er hat über 400 Firmen gegründet. Und es heißt doch immer, bleib in deiner Branche. Und der Branson sagt, nee, wir machen das anders. Und dann wurde er gefragt, ja, warum? Und dann hat er gesagt, naja, ich mache immer dasselbe, aber halt in anderen Branchen. Ja, was machen Sie denn? Also mutig sind Sie, das ist klar, aber wie machen Sie es denn? Dann sagt er, ich konzentriere mich darauf, wo beschissener Service ist und dann machen wir es besser. Ja? Und der Service ist in allen Branchen das, was uns auszeichnet. Also bin ich an sich schon in meinem Hauptfeld ständig unterwegs. Und der sagt so motivierende Sätze wie, give it a yes, give it a try, give it a go. Der ist so unheimlich positiv. Und der wurde mal gefragt, Herr Branson, was sind denn Ihre großen Fähigkeiten als Unternehmer? Und dann hat er gesagt, ich habe drei große Stärken als Unternehmer. Erstens, ich kann mich unwahrscheinlich auf die Stärken unserer Mitarbeitenden fokussieren. Zweitens, ich kann sehr gut delegieren. Und drittens, wir eiern nicht lange rum, wir legen los. Make it and fix it. Aber Hauptsache, es geht los. Ja, und dieses Give it a yes, wir kennen es doch alle, wir wollen was machen, aber, wir wollen es doch machen, aber. Und so geht es das Leben lang. Ich setze mir an Silvester, ich mache mir keine Vorsätze fürs nächste Jahr, hältst du eh nicht ein. Ich stelle das komplette neue Jahr unter ein Motto, immer. Und so habe ich vor ein paar Jahren mir das Motto, inspiriert durch Branson, selbst gestellt, wenn ich nicht weiß, ob ja oder nein, dann sage ich ja. Ja? Das heißt nicht, dass ich nicht auch Nein sagen kann, aber für diese Situation eigentlich will ich aber. Ja? An sich hast du dich doch entschieden, du willst doch so. Und dann holst du dir die Gegenargumente selbst ins Haus. Und das habe ich einem Kumpel erzählt. Und ich bin Hockeyspieler, aber ich spiele auch Tennis, so als Ausgleichssport. Ja, dem habe ich das erzählt. Und drei Wochen später fragt er mich und ruft mich an. Du Michael, hast du Bock mit mir heute Abend um 8 Uhr Tennis zu spielen? Der Platz ist bei dir in der Nähe, kein großer Aufwand für dich, ich hole dich ab, komm, wir gehen Tennis spielen.
Und dann habe ich gesagt, ah, ich würde so gerne, aber ich habe noch einen Vortrag, ich habe noch ein Seminar und dies und das. Ich würde ja gerne. Dann sagt er, alles klar, ich hole dich um 7:30 ab. Sag ich, warum das denn? Ja, du hast mir doch erzählt, wenn du nicht weißt, ob ja oder nein, dann ja. So, und wir hatten einen schönen Abend. Und genauso ist es. Also lasst uns mutig voranschreiten und die Dinge machen. Das Leben ist kurz, da komme ich am Ende nochmal zu. Lösungsorientierung, dritter Punkt. Ich spiele unwahrscheinlich gern Hockey. Ich habe 15 Jahre in der Hockey-Bundesliga gespielt, bin immer noch aktiv in den Senioren-Nationalteams. Wir wurden mit der Ü45 Vize-Weltmeister, mit der Ü50 haben wir Bronze gewonnen beim World Cup, mit der Ü55 nochmal Bronze. Und in 2 Wochen haben wir Europameisterschaft in Valencia, da bin ich auch nominiert, freue ich mich drauf. Mal gucken, was dann geht. In meiner, Dankeschön. In meiner Bundes- und das Geile an der Nummer ist, ich bin 11-mal operiert. Du weißt auch, wie Niederschläge und Rückschläge und so weiter. Rückschläge, Niederschläge gibt es ja nicht. Ja, aber immer wieder. Und es geht. Mir geht es heute körperlich besser als vor 10, 20, 25 Jahren. Wirklich, echt. Das ist so. Ja, man muss ein paar Dinge ändern. Man macht ja meistens Fehler. Die kann man ja mal identifizieren. Bei mir war es das Thema Mobilität. Aber ich will was anderes erzählen. Ich habe 15 Jahre in der Bundesliga gespielt und in verschiedenen Vereinen gespielt. Und bei einem Trainer am liebsten, mit großem, großem Abstand am liebsten, in meiner Bundesliga-Zeit, und das war unser damaliger Heimtrainer in Limburg, mit dem wir dann auch ein paar Mal Deutscher Meister wurden, das war der Paul Lissek. Und Paul Lissek, der wurde später mit Deutschland Olympiasieger 1992. Und der hat mich total inspiriert, auch für das, was ich hier mache. Und dann habe ich mir überlegt, warum habe ich bei ihm eigentlich so gerne gespielt? Und ein Trainer ist ja wie eine Führungskraft. Also was macht den denn eigentlich aus? Und dann ist mir Folgendes aufgefallen. Der Paul Lissek, der war nie pünktlich im Training, der war immer frühzeitig. Der Paul Lissek, der hatte die Fähigkeit, uns zu inspirieren, zu emotionalisieren. Ich wusste nie, was passiert, aber ich wusste immer, dass es spannend ist. Ich wusste, wenn ich ins Training gehe, dass ich was Neues lerne. Und ich wusste auch, dass je kompetenter er wurde, umso bescheidener wurde er. Und das fand ich total, ja, einfach wirklich sehr bewegend auch, muss ich sagen, ja, dass ein Mensch diese Art für sich hatte. Und er hat es immer wieder geschafft, Lösungen zu kreieren, sodass wir gegen Mannschaften gewonnen haben, die nach unserer normalen Tagesform eigentlich besser gewesen wären als wir. Und dann waren wir aber irgendwann die beste Mannschaft in Deutschland und dann hat sich irgendwann wieder geändert. Aber von dem habe ich viel gelernt.